Spanien ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Dabei verbringen rund 4 Millionen deutsche Urlauber die schönste Zeit des Jahres auf der Baleareninsel Mallorca. Die Anreise erfolgt fast immer mit dem Flugzeug. Für Tagesausflüge oder Rundreisen wird daher häufig ein Leihwagen angemietet. Die Gesellschaft für technische Überwachung, kurz GTÜ, der ACE und der österreichische Automobilclub Arbö haben 10 Vermieter und ihre Fahrzeuge auf Herz und Nieren geprüft. Die Fahrzeuge wurden von einem Lockvogel angemietet. Kaum ein Vermieter machte sich die Mühe, das Fahrzeug vor Übergabe mit dem Kunden in Augenschein zu nehmen. Nach erfolgter Anmietung wurden die Fahrzeuge in einer Werkstatt unter deutscher Leitung einem Sachverständigen der GTÜ und des Arbö vorgeführt. Die Sachverständigen Hendrik Friedrich von der GTÜ und Gottfried Moser vom Arbö prüften die Fahrzeuge, so wie es bei einer Vorführung zur Hauptuntersuchung in Deutschland oder Österreich erforderlich wäre. Sichtprüfung auf Mängel an der Karosserie, Auslesen der Onboard-Diagnose, Überprüfung der sicherheitsrelevanten Teile wie Gurtschlösser und so weiter. Im Anschluss erfolgte die Sichtprüfung von Reifen und Bremsanlage. Ui, der Reifen ist fertig. Ja, er ist abgefahren. Hier ist die Mindestprofiltiefe weit unterschritten. Und solche Reifen können natürlich dann auch zum überraschenden Schleudern führen bei nasser Vorfahrt. Eines stellte sich im Verlauf der weiteren Anmietungen klar heraus. Offensichtlich bedienen sich die kleinen Vermieter vor Ort aus einem Fahrzeugpool und treten nur als Vermittler auf. Im Schadensfall durch einen technischen Defekt, womöglich mit Personenschaden, kann es dann schnell kompliziert werden. Am häufigsten wurde die Bereifung der Mietwagen beanstandet. Eine unterschrittene Mindestprofiltiefe war da noch das kleinste Übel. In einigen Fällen waren einer oder gleich mehrere Reifen durch eine verstellte Spur oder einen Vorschaden total abgefahren. Eine Reifenpanne und auch Probleme auf nasser Straße sind damit bereits vorprogrammiert. So, jetzt schauen wir, ob das Bordwerkzeug vorhanden ist und ob auch der Reservereifen in Ordnung wäre. Ja, es schaut gut aus, Druck ist auch drinnen und das Profil passt bei diesen Notreifen auch. Also bis zur nächsten Werkstätte könnte man auf jeden Fall mal damit fahren. Und die Bremsanlage? So. Ui, da schaut es schlecht aus. Hier ist mit Sicherheit, die Verkehrssicherheit, nicht mehr gegeben. Wir haben festgestellt, dass von dem Bremsbelag quasi nichts mehr vorhanden ist. Das ist normal 8 mm stark und von den 8 mm ist vielleicht noch 0,2, 0,3 mm, wenn überhaupt, vorhanden. Das heißt, in ganz kurzer Zeit ist dann Metall, also Belagträger auf Bremsscheibe, dann frisst die Bremsscheibe, dann ändern sich die Bremswerte und das sind nur noch ganz wenige Kilometer bis zu diesem Fahrzeugzustand. Alle Fahrzeuge wurden anhand einer einheitlichen Checkliste untersucht. Natürlich wurden auch die Beleuchtungseinrichtung und die Scheibenwischer auf Funktion und Zustand überprüft. Relativ gut schnitten die Mietwagen der großen Vermieter ab. Aber auch hier gab es Ausreißer. Bei einem Fahrzeug eines großen Vermieters war die Spur durch einen Vorschaden derart verstellt, dass er ohne Dazutun des Fahrers einen Kreisverkehr quasi allein umrunden konnte. Die Hälfte der so getesteten Leihwagen wiesen erhebliche technische Mängel auf und hätten eine Hauptuntersuchung in Deutschland oder Österreich somit nicht bestanden. Als Ergebnis kann man festhalten, grundsätzlich bei der Fahrzeugausleihe im europäischen Ausland macht es gerade bei kleineren Verleihern absolut Sinn, sich den Pflege- und Erhaltungszustand eines Fahrzeugs näher anzuschauen. Dies sagt in der Tat schon sehr viel über den technischen Zustand des Fahrzeugs aus. Wenn möglich, auch mal einen Blick auf die Reifen oder auf die Bremsen werfen. Die mit den Ergebnissen konfrontierten Vermieter reagierten teilweise recht temperamentvoll. Einer ging nach einer sportlichen Einlage sogar den Kameramann an.
Wer es etwas luftiger mag und ohne Familie reist, findet auf der Insel aber auch sportliche Mietwagen in gepflegtem Neuzustand.